So Leute, nach langer, langer Zeit gibt es nochmal einen kleinen Reisevlog von mir. Ihr habt es ja mitbekommen, das Red Bull Halfcourt Nationale Finale in Deutschland, in Berlin haben wir abgeschlossen. Ich bin in meiner Rolle als globaler Projektleiter dazu verpflichtet, will ich schon sagen, zu reisen und auch andere National Finals zu besuchen. Es war mal eine Zeit Russland, Litauen und andere Länder. Jetzt geht's nach Italien. Da findet morgen in Rom auf dem von uns designten Court das nationale Finale statt von Italien. Ich nehme euch mit und yes, ihr seid dabei. Italien, Rom. Let's go. In Rom angekommen, im Hotel. Heute ist auch schon der Tag des nationalen Finals. Deutschland spielt gerade gegen Australien. Ich habe auf jeden Fall meinen IT-Professor raushängen lassen und VPN-mäßig Proxy-Alarm ist irgendwie hinbekommen, das Game zu gucken. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass die Jungs weiterkommen. Wenn ihr hier diesen Vlog seht, dann ist Olympia wahrscheinlich schon Geschichte. Aber ja, so sieht es ja auf jeden Fall aus. Heute, gleich geht's zum Court, zum unglaublich designten, umgesetzten Court. Wir haben mit Red Bull Halfcourt global die Philosophie und die Herangehensweise, Courts zu renovieren und denen auch direkten Design zu verpassen. Und hier auf diesen Kopfhörern von unserem globalen Partner Ready to Music ist schon das Design des Rom Courts verewigt worden. Auf den Kopfhörern. Und jetzt gucke ich mir den Court an, denn vielleicht geht es sogar wieder nach Italien für das globale Finale, wo dann alle 20 teilnehmenden Länder nach Rom kommen. Potenziell, der Court ist ein wilder Court, weil Kopfsteinpflaster, also wirklich Streetball, Playground, Basketball, krasses Design. Um 17 Uhr fängt das Turnier an. Wir haben Männer- und Frauen-Competition. Und die spielen jeweils den Landessieger in den Kategorien aus. Es wird auf jeden Fall eine krasse Competition. Der kleine Bruder von Gallinari ist am Start. Viele Erstligaspieler, also es wird zur Sache gehen. 17 Uhr fängt das Ganze an. Wir haben, ich nehme euch gerade mal mit ans Fenster, hier 30 Grad gerade in Rom. Also wenn die Jungs um 17 Uhr anfangen, die ersten Games bzw. die ganze Vorrunde, wird wahrscheinlich ganz schön tough zu spielen bei dem Wetter, aber die Italiener sind es ja gewohnt und dann kommt das Flutlicht ins Spiel für die Endrunde. Ich glaube, das wird nice. Gleich geht's zum Court. Let's go! Ich heize gerade durch Rom mit meinem noch 29% aufgeladenen Lime-Scooter und es ist so crazy. Ich würde euch gerne mitnehmen mit der Kamera, aber ihr könnt euch vorstellen, hier der Italien- und Rom-Verkehr ist schon crazy genug, wenn ich mit beiden Händen am Steuer hier irgendwie durch die Gegend flitze. Zum Court, Red Bull Halfcourt, nationales Finale Italien. Gleich melde ich mich vom Court wieder, wenn hier alles gut geht mit dem Baby. Ich bin angekommen am Court San Lorenzo. Und das Ganze sieht nice aus. Ich habe euch ja vorgewarnt, Kopfsteinpflaster ist am Start. Aber das Design ist krank. Ich werde auch nochmal, wenn ich es irgendwie schaffe, hier ein, zwei Videos reinspielen, wie die den Court neu gemacht haben. Mit Drone-Shots sieht das Ganze übertrieben nice aus. Ihr könnt euch wahrscheinlich nicht denken, vom Design her, was das ist. Hier wird gerade noch ein bisschen geschossen und geübt. Give me one. Buckets! Buckets! Hier wird noch ein bisschen die Show geübt, es gibt eine Tanzeinlage, wir gehen gerade die Timings durch und es wird ein nicer Tag. Die besten Teams aus Italien, da ist der Mr. DJ und yes, gucken wir uns mal die Tanzshow an. Erkennt ihr den hier wieder? Die Location ist schon nice. Da hinten sind die Spieler nachher alle. Da hinten kann man hochgehen, da gibt es ein kleines Wäldchen, da können die Spieler sich ausruhen. Wir gucken uns mal die Tanzeinlage kurz an. Sieht gut aus. Yes, Leute, ich habe es mir nicht nehmen lassen, natürlich auch mal hier ein Bällchen anzufassen und daraus ist eine Stunde auf den Korb werfen, schwitzen, Dirty Hands, ihr kennt das Ganze, aber sehr, sehr geil, vor allem natürlich bei dem krassen Design hier. Und ich habe euch ja entweder schon gezeigt oder gesagt, wenn ich schon mal gesagt habe, dann bekommt ihr es jetzt doppelt. Hier, dieses Design ist gelandet auf den Kopfhörern von Ready to Music und das ist einfach so nice. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ja, das haben auch die Deutschland-Sieger bekommen. Das hier sind die Kopfhörer von Ready to Music. Und das hier, jetzt müsste ich eine Drohne sein, damit ihr das sehen könnt, wie das hier gemacht worden ist.
Aber ich glaube, ich werde mal bei Red Bull fragen intern, ob ich das Material bekommen kann. Der Künstler Pisk hat mehrere Chords entworfen. Wenn ihr mir aufmerksam auf Instagram folgt, dann habt ihr auch meinen Traumchord gesehen, den ich mit ihm zusammen designen durfte. Leider nur auf seinem Design-Tablet und Zeichenblock und noch nicht in Realität. Aber das hier ist zumindest schon mal der Rom-Chord. Wenn ihr in Rom seid, San Lorenzo, könnt ihr natürlich hinkommen. Das ist der Spot. Ich war hier gestern Abend um 12 Uhr. Als die Jungs noch aufgebaut haben, da war hier alles packed. Das ist wohl der einzige Court in ganz Rom, der halbwegs gescheit ist. Ja, auch wenn er Kopfsteinpflaster hat. Aber hier war so viel los. Ihr seht, hier sind Tische. Hier ist so eine Lounge-Bar-Atmosphäre. 100.000 Kickertische, überall Stühle. Da oben noch zwei, drei Etagen, wo die Leute abends chillen. Also hier ist es abends so oder so, auch ohne unseren Event, pickepacke voll. Und heute natürlich die besten Herren-Teams, die besten Ladies-Teams des Landes. Ab 17 Uhr geht es hier einfach ab. Finale ist dann wahrscheinlich so zwischen 12 und 1. Dann ist noch ein bisschen Afterparty hier. Ich freue mich auf einen krassen Event. Red Bull Half Court, Italien-Finale. Let's get it! Die Teams kommen an, in einer Stunde fangen die ersten Games an und man kann schon merken, es wird nice. Qualität ist da, man kann ja beim Warm-up und beim Warmwerfen schon mal so ein bisschen was abschätzen, beziehungsweise wenn einer einen Ball aufhebt und zweimal dribbelt, dann kann ich meist schon sagen, da ist mehr oder weniger Game vorhanden und da sind auf jeden Fall ein paar Ladies dabei, die ballen können, kann ich euch jetzt schon sagen. Wir schauen einfach mal, in einer Stunde geht's los. Red Bull Half Court, hier aus Rom. San Lorenzo. Okay, die ersten Games laufen. Wir gehen einfach mal gucken, was die Ragazzi da so machen. Die Ladies sind dran. Un tiro libero, questo tipo di situazioni. Se la palla è in gioco e uno cambia, è tecnico. Grazie. Tentativo di stoppatore. Hey, ich hab gehört, die Dance-Show ist auch ganz nice. Checkt's mal ab, die sind wild unterwegs.
quarterfinals. E questa sera siamo tutti qui riuniti a San Lorenzo Roma per celebrare Red Bull al Score, per celebrare un po' il basket, questo campo, per celebrare anche un po' il ritorno a queste cose che ci piacciono. Attenzione, 4-3, 4-2, 4-0. Però abbastanza, era arrivato anche un po' di venticello che ci fa stare bene. Ok, allora dobbiamo fare lancio della finale. Allora adesso dovete realizzare il mio sogno, perché fino adesso non siamo riusciti a fare un lancio con il casino vero dietro. Una finale dal massimo. Cioè, ci proviamo? Ci sarebbe un sogno nella ripresa. Un sogno. Io chiudo, cioè so come chiudere per... Tu sai come chiudere per far casino? Allora io apro, tu chiudi? Te la alzo? Dai, tutti pronti, Red Bull al forte, finale nazionale, Roma San Lollo, ci siamo! We can evolve for it all, there's no limit in this game. You go hard till you fall or you finish. I'm taking all my shots. If they need assistance, then I pass that ride. It's fishing it, fishing it. Stop, shot a ton of vision when I see your eye. This is Black City, baby. Tell me who they wanna stop. Take him to the rack. Shot smoking like the block is hot. All they get is wiggle. Show me, I'ma take it to the top. Watch me make it rain on them. Gotta go insane on them. They gon' get these dimes now, but you won't see the chain on them. Claim it and I stay on them. Ain't no candy paint on them. Hooping like Picasso, baby. You gon' see the frame on them. Forever live and I'm going out as legendary. Hoop is the halo. The ball is my sanctuary. Look at me, the chosen one. Demon stones better fear me. Ain't nobody crushing me, hope I said it loud and clearly. I run the court, bet his kid up the playground. Finale nazionale, Roma, ci siamo! Salvo! I got to make it, cause that's the only we way out. We can evolve for it all, there's no limit in this game. You go hard till you fall or you finish. I'm taking all my shots. If they need assistance, then I pass that rock. And it's switching this. We can evolve for it all, there's no limit. Okay Leute, kleines Recap des Rom-Trips jetzt schon. Wir haben 3 Uhr, das Finale ist gerade beendet worden. Ich werde euch das nochmal hier oben irgendwo verlinken. Ich habe das ganze Game aufgenommen, das Männerfinale zumindest. Kein Disrespect an die Frauen, das Finale war auch nice. Aber das habe ich in meinen Instagram-Stories hinterlegt, die Highlights. Habt ihr leider verpasst, wenn ihr das Video jetzt schon gesehen habt. Italien war nice. Ich habe in den letzten 4 Jahren viele National Finals besucht. Ihr könnt die anderen Vlogs natürlich auch abchecken. Ich war in Russland, ich war in Indien, da gab es viele Vlogs, viele Länder bereist. Und heute Italien war ich nice. Also der Vibe war da, die San Lorenzo Family von dem San Lorenzo Playground, den wir erneuert haben vor jetzt fast schon einem Jahr. Die waren alle da, der Vibe war gut. Geile Stimmung, zieht euch einfach nochmal rein, das Herrenfinale. Und so geht der Vlog hier zu Ende. Ich werde euch hoffentlich jetzt wieder mehr mitnehmen, je nachdem, wo die Reise so hingeht, mit diesem crazy Virus noch. Und jetzt ab ins Hotel, pennen, morgen zurück nach Deutschland. Und so wird mein kleiner Rom-Trip langsam, aber sicher zu Ende. Kein Licht mehr da, deswegen gut, dass ich das Outro mache. Kommentiert, wenn ihr Bock drauf habt, ab und zu solche kleinen Vlogs und Reisegeschichten zu sehen. Und ansonsten, bleibt fit, bleibt gesund. Wir sehen uns. Haut rein. Peace.